Hier in die Ecke. Keine Stromversorgung. Achso, du bist natürlich auch falsch da. Roboport. Da in das Muster rein. So, jetzt sollten ganz viele Roboter fliegen, die Sachen hin und her bringen. Und Sandmauern herstellen. Sind jetzt alles leider nur blaue Fabriken. Das sollte ich relativ schnell durch gelbe ersetzen, sonst dauert das viel zu lang. Und ich sollte auch hier die Eisenplatten mal auf 400 erhöhen. Genau wie die Kupferplatten. So. Weil das geht echt schnell weg. Hat man ja gerade gesehen. Also die zwei Fabriken allein schon sind 130 Eisenplatten oder so. Das ist nie so schön. So, wie viele Lasertürme haben wir gerade auf Tasche? 13. Ist nicht viel. Aber könnte da unten links in der Kohlefabrik reichen. Deswegen huschen wir da mal hin. Forschungsdinger sehen soweit sehr gut aus. Die stauen sich immer noch. Ja, das habe ich vergessen. Dadurch kommt jetzt pro Alien-Artefakt mehr Science Packs raus. Das hätte ich von vornherein machen sollen. Aber ja, besser jetzt als gar nicht. Wie schaut es mit unseren... Okay, wir brauchen mehr gelbe Kisten. Ruhig große. Brech die Fabriken kurz mal ab. Bau die großen Kisten. So. Damit wir schön alles einlagern können. Lauf, 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 lauf. Ja, hier haben wir noch gut was zu tun an Verteidigung. Aber unten links war das gerade gewesen. Ja, hier sind noch Dreierreihen. Dreierreihen. Geht ja mal gar nicht. Vor allem hier an der Ecke nicht. Was sagt eigentlich die Kohlekiste? Ja, ja. Also, warum genau mache ich aus dir nicht einfach eine Large Provider Chest? Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher, als das da immer hin und her zu karren, ne? Oh. Weil das eine extra Large Kiste ist. Okay. Das erklärt es natürlich. Hier sieht echt mickrig aus, da. So, du da. Da, da. So, Military 8 ist fertig. Wir können jetzt die Munition herstellen, die das Polish-Zeug braucht. Wir können nur leider nicht polischen. Das heißt, jetzt würde ich ganz gerne das Umspannwerk mal angucken. So, dann hätte ich gerne die ganze Kohle. Die hätte ich gerne hier drin. Hätte ich gerne die ganze Kohle. Hätte ich gerne hier drin. Dann hätte ich gerne das da weg. Hätte ich gerne die ganze Kohle. Hätte ich gerne hier drin. So. So, ist auch okay. No, ich werde befüttert. Gut. Mauern. Habe ich Mauern dabei? Ja, ein paar. Alles gut. Vor allem auch schon Sandmauern, aber hier haben wir die innere Reihe schon. Ich denke, mein Ziel sollte erstmal sein, die gesamte Basis in dem innersten Mauerring auf Sand umzustellen. Und hier sollte ich jetzt die zweite Reihe einmal durchziehen. Und die dritte aus Versehen mit anfangen. Ja komm, gib mir das Stahl, gib mir das Eisen, dann geht weg. Ja, dritte Reihe. Baum. Oh, warte mal, wir sind hier im Roboterbereich, ne? Mach mal Bäume weg. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Zip. Boah, hier sind sogar noch Lücken mit Verteidigung. Bau mal 4 Lasertürme, auch wenn das echt nicht viel ist. Ich habe vergessen, Stein mitzunehmen. So. Gleich müssten meine Mauer noch alle sein. Aber es sieht doch schon mal sehr gut aus. Also noch nicht ganz so viele Lasertürme, wie ich gerne hätte. Auch noch überall nicht Licht, dass es einigermaßen gleichmäßig aussieht. Aber definitiv eine ordentliche Verteidigung.
Das Schöne ist, selbst wenn sie durchbrechen würden. Oh, warte mal, wenn sie durchbrechen würden. Ich glaube, ich mache hier noch eine Mauerreihe. Also ich schütze die Türme auch alle von hinten durch eine Mauerreihe mit zwei, drei Feldern Abstand. Das heißt, wenn sie hier durchbrechen, die Türme zerstören und nach da laufen, können sie nicht einfach die Türme auch noch aufmischen. Dann müssten sie sich durch noch eine Mauerreihe durchbeißen und währenddessen werden sie durchgehend von den Türmen beschossen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Dafür bräuchte ich allerdings wieder mehr Mauern. Wobei Mauern jetzt schon auf dem Weg zu mir sein müssten, flugtechnisch. Nee, auch nicht im Logistik-Dingens. Ah. Ja, Logistik-Slots gleich, nachdem der Transformator da fertig ist. Was ja echt schnell geht. Also, die Dytech-Forschungssachen, die ich vorher hatte, wie dieses Waffen-Upgrade 8 und was weiß ich, das braucht so dermaßen viel, ist echt krank. Aber die Vanilla-Sachen, wie das jetzt halt, das geht zickzack. Alles mit Kupferplatten vollgestopft gerade. Ja komm, das ist nicht so wichtig. Ich kann nicht immer so viel Rücksicht auf die Roboter nehmen. Ah, jetzt sind Blautränke schon wieder ein bisschen mau. Und was wollte ich gerade? Ich bin von der Kohlebasis gekommen, ich habe gemeckert, dass nicht genug Türme da sind. Ah, ich brauchte Stein. Da. Und Mauern. Oh. Ach, du bist doch so ein altes Ding. Es ist ein Wunder, dass das Ding noch läuft. Okay. Hier gib mir die Mauern. So. Forschung ist gleich durch. Ich wollte kurz gucken, ob ich bei den blauen Tränken mal wieder irgendwas verbessern kann. Rote Chips fehlen. Warum fehlen rote Chips? Weil kein Kupfer da ist. Ja, das ist ja ein sehr ungewohntes Problem. Hat noch jemand in Erinnerung, wie die Reihenfolge jetzt ist? Eisen aus, Kupfer aus, oder? Eisen sieht gut aus. Kupfer ist leer. Warum ist Kupfer leer? Sieht eigentlich einigermaßen... Okay. Ja, es kommt nicht genug Kupfer von unten an. Und es kommt nur Kupfer von einer Seite an. Ist da irgendwo ein Fehler drin? Also irgend so ein Bröckchen im Weg oder ein doofer Gummibaum oder... So. So. Es ging alles noch um die alte Anlage, die das Ganze blockiert hat. Die brauchen wir nicht mehr. Achso, Roboterbereich. Ja, immer schön dran denken. Nicht so viel Arbeit selber machen. Zack. So, so. So. Gut. Trotzdem können wir ja mal kurz zur Kupferbasis gucken, ob da alles soweit beim Rechten ist, ob da irgendwas bald ausläuft, ob wir da noch irgendwas hinmachen könnten. Nee, oh, du bist alle. Und du bist alle. Okay, das ist ja doch ein bisschen was. So, da ist die Substation. Es gibt kein weiteres Upgrade, soweit ich das sehen kann. Ah. Das sind die Akkus. Also es gibt anscheinend keinen Dytech Substation MK2 oder sonst was. Supply Area 14 mal 14. Ja gut, jetzt, wo sind die Logistik-Slots? Da. Ich hätte gerne mehr Logistik-Slots. So. Und ich hätte gerne Landfill mehr. Mehr Landfill. Weil ich hätte gerne hier eine Straße lang. Also, das Fließband weiter. So. So. Drill. Da, da und da. Mit dir. Dir. Dir.
Das sollte jetzt definitiv mehr als genug Kupfer sein. Jupp. So, das hier unten kann auch komplett weg, ne? Ja. Die Straße bitte einmal komplett entfernen. So. Den Wald bitte auch komplett entfernen. So. Können wir später nochmal neu aufbauen. Das hier auch weg. Das da auch weg. 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 So. Angriff oben rechts. Das scheint sich zu mehren da. Also sollte ich vielleicht doch wieder mehr Verteidigungsanlagen in die Richtung schicken. Obwohl wir haben hier unten nur Dreierblöcke. Das ist echt... unheimlich. Sehr unheimlich. Hier ist okay, hier ist okay, okay. Ich könnte gleich mal die ersten Sandmauern setzen. Aber ich denke, die werde ich genau da setzen, wo momentan die Hauptangriffe sind, also hier im Osten. So, ist Kupfer wieder okay? 500? Ja, 500 ist okay. Hauptsache, es hält sich da. Schlacke? Ah, Schlacke sieht nicht ganz so gut aus. Eisen staut sich. Warum frisst du kein Eisen? Weil du nicht abgepumpt werden kannst, weil die Tanks voll sind. Ja, das ist vollkommen okay. Das ist ein Problem, das ich gerne habe. Wir könnten allerdings... Nur so ein bisschen puffern. Dass falls mal wieder so ein Ausfall kommt, der ja immer irgendwann wieder kommt, ein bisschen was darfst du reinschmeißen können. Und hier haben wir sogar schon eine Sandmauer. Sehr schön. Und hier sind die Angriffe anscheinend dezent erkennbar an der Leiche in der Mauer. Weg. Achso, ja, wir sind im Roboterbereich. Macht die ganzen Wälder hier bitte weg. Ich will den Feind kommen sehen können. Das Weiße in seinen Augen funkeln. So. Sandmauer da. Also, und genau. Roboter, macht bitte die erste Reihe hier komplett weg. Und wir müssen Skynet noch umstellen. Und wenn wir es diesmal wieder auf die Construction Bots umstellen, muss ich auch dran denken, dass die Construction Bots doch andere Ressourcen brauchen. Das habe ich letztes Mal nämlich nicht gemacht. Dementsprechend wurden auch gar keine gebaut. Das heißt, wir haben jetzt echt nur eine Handvoll von denen. Also Skynet, wo bist du? Da bist du. Genau, rote Chips und Flying Robot Frame. Du machst jetzt aber bitte mal die da. Und die brauchen grüne Chips. Das heißt, du kriegst jetzt einfach mal 200 grüne Chips. Woran hapert's? So, an den da. Haben wir eine schnelle Fabrik noch? Du, schnelle Fabrik? Irgendwas? Nö, haben wir nicht. Bau. Daraus müssen wir unbedingt eine schnelle Fabrik machen, weil daran hapert's echt, dass wir so wenig Roboter haben. Also wenig. Wir haben jetzt 280. Und genau das sind die Sprünge, von denen ich meinte. So muss das sein. Wir hatten am Anfang der Folge oder so, wo ich das letzte Mal geguckt hatte, 250. Jetzt haben wir 280. Also maximal. So, Fabrik ist fertig. Fabrik oben drauf. Du hast... Warum hast du keine grünen Chips? Nimm dir doch einfach von da grünen Chips. Genau. So. Ja, das sollte jetzt eine ganze Weile halten. Also bei denen brauchten wir das gar nicht, die waren so schon ziemlich flott. Ja. Das ist okay. Wie viele Mauern haben wir inzwischen? Oh, sehr gut. Und haben die ein, zwei Roboter schon unten die Mauer zerlegen können? Kann ich von hier aus gar nicht sehen, ne? Ja, die sind noch am Wald dabei. Gut. Was machen wir in den nächsten Folgen?
Kohle sicher, Kupfer sicher, Eisen sicher. Zumindest die nächsten 30 Folgen, denke ich. Es geht jetzt eigentlich nur darum, uns einzubunkern, Zeit zu haben zum Forschen. Ja, wobei, die Science Packs sollten wir eigentlich jetzt immer noch weiter sammeln. Ja, ich denke, in den nächsten Folgen sollte ich wieder losziehen und töten. Die kleine Basis da zum Beispiel. Also allgemein kleine Basen finden, die platt fahren. Artefakte sammeln, Science Packs dadurch herstellen. Und die ganzen richtig teuren Sachen erforschen. Und da gucken ob das wirklich Edelstein-Deposits sind und nicht Silber. Wobei ich eher denke, dass diese Dinger da... Ah, das könnte eher vielleicht Zink sein oder so. Ja, genau. Also wir müssen nach Edelstein gucken, damit wir die Erze von Rubin und Diamant bekommen, damit wir die Sachen bauen können, um dann aus den Leichen entstandene Edelsteine, die Raw-Edelsteine, weiterverarbeiten zu können. Ein wenig kompliziert, weil wir halt die ganzen Zwischenschritte überspringen können, weil wir die ganzen Leichen umbasteln. Aber wenn wir es dann haben, dann sollte es auch wieder einen guten Sprung geben. Also wir sollten dann wesentlich Schaden mehr verursachen mit unseren Türmen. Wir brauchen dann keine zwei Reihen von Türmen einmal komplett rum. Aber dann werden die Gegner auch wieder stärker. Aber das müssen wir am besten hinbekommen, bevor der erste stärkere Gegner auftaucht. Und nicht, wenn er da ist und unsere halbe Basis gefressen hat. Also bis gleich.